Moin, moin, meine lieben zukünftigen Helden des Planeten Enoch aus dem Spiel Outriders. Ihr wisst noch nicht, was das für ein Spiel ist oder ihr fragt euch, ob ihr euch dieses Spiel überhaupt kaufen sollt. Hier mal ein paar Infos von mir für euch, das euch eventuell weiterhilft. Das Spiel Outriders ist ein Third-Person-Shooter und kommt von den Machern von Bulletstorm und Gears of War und erscheint am 2.2.2021 für PC, Xbox, PS4 und PS5 und das Sahnehäubchen dazu, Outriders unterstützt komplett Crossplay. Outriders ist ein reiner PvE-Koop-Shooter für bis zu 3 Spieler, sprich ihr könnt alleine, zu zweit oder zu dritt eure Abenteuer erleben. PvP ist nicht geplant, denn die Entwickler haben sich zum Ziel gesetzt, das beste Einzelspieler-Koop-RPG-Shooter-Spiel aller Zeiten zu entwickeln. Da haben sie sich ja mal eine ganz schöne Latte vorgenommen. Outriders ist kein Game as a Service wie zum Beispiel Division, also kurz gesagt keine kaufbaren Erweiterungen, Mikrotransaktionen und so weiter. Das erstmal dazu, nun zu der Kurzversion, worum geht es überhaupt in Outriders bzw. die Kurzversion der Story. Die Erde ist unbewohnbar, wir fliegen zu einem neuen Planeten, etwa 80 Jahre dauert das Ganze. Die Crew wird dazu in einen Kälteschaf ersetzt. Kälteschaf, nicht Kälteschlaf, Herrgott. Und wir als Spieler wachen aber auch erst 30 Jahre nach der Landung auf diesem Planeten Enoch auf und dann beginnt unser Abenteuer in unserer neuen Welt. Wie gesagt, das war die kurze Kurzversion der ganzen Story. Das Koop- und Gameplay-System. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Wie schon erwähnt, Outriders ist ein Third-Person-Shooter im Science-Fiction-Setting. Mit einer Deckungsmechanik angelehnt an Gears of War oder auch ein bisschen Division erkämpfen und erkunden wir uns immer neue Gebiete. Erfüllen Aufträge diverser NPCs und treiben somit auch die Story voran. Das Ganze erinnert dann ein wenig an Spiele wie zum Beispiel Anthem, Division oder auch natürlich Destiny. Nur mit dem Unterschied hier, wie schon erwähnt, dass es sich nicht um ein Game-as-a-Service-Spiel handelt. Am besten wäre es wohl vergleichbar mit dem Spiel Remnant from the Ashes. Und wer das Spiel noch nicht kennt, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Zu Release von Outriders stehen uns 4 verschiedene Heldenklassen zur Verfügung. Der Trickster, der Devastator, der Pyromancer und der Technomancer. Genaue Beschreibungen zu diesen 4 Klassen bringe ich euch die Tage auf diesem Kanal. Der Koop-Modus ist aufgebaut, so dass ihr eure Abenteuer alleine, zu zweit oder zu dritt bestreiten könnt. Habe ich ja schon mal erwähnt. Die Schwierigkeit skaliert hier dann jeweils dynamisch und jeder Spieler kann, wann er möchte, aus der Runde ein- und wieder aussteigen. Und der Loot, der droppt für jeden Spieler gesondert. Jede Klasse hat seinen eigenen Skillbaum, den ihr dann individuell nach euren Wünschen und den gegebenen Möglichkeiten ausbauen könnt. Outriders bietet 15 Tierstufen, für die ihr laut Entwickler rund 80 Spielstunden benötigt. Und ganz klar, mit jeder neuen Stufe werden die Gegner schwieriger und der Loot dafür aber auch besser. Und wer mal aufgrund von Nicht-Vorankommen hängen bleibt, kann jederzeit eine Stufe wieder zurückspringen, bekommt dafür dann aber halt auch nicht den höherstufigen Loot. Und da mal nebenbei kurz angemerkt, die Bosse droppen natürlich den besten Kram, aber jeder Boss hat auch seine eigene Spielstrategie, um diesen zu besiegen. Also nichts von wegen einfach draufballern und fertig. Das Endgame. Sobald man die Kampagne durch hat, welche zwischen 30 und 40 Stunden dauern soll, die ganzen Nebenquests mal ausgelassen, weil diese können dann das ganze Vorankommen auf die doppelte bis dreifache Zeit laut Aussage der Entwickler anheben. Wie auch immer. Also, wir haben die Kampagne durch und dann können wir mit den sogenannten Expeditionen beginnen. Diese sind wiederholbare Missionen mit anpassbarem Schwierigkeitsgrad. Wir müssen diese in einer bestimmten Zeit absolvieren und zudem wird jede Mission extra angefertigt und besteht nicht aus schon bekannten Gebieten, also ähnlich wie den Rift Dungeons in Diablo. Die Expeditionen kann man dann in den gewünschten Schwierigkeitsgrad starten und je höher dieser Grad ist, umso weniger Zeit haben wir auch, um diese Mission zu erfüllen. Und natürlich ganz klar, je höher der Schwierigkeitsgrad, umso besser auch der Loot. Und diesen bekommen wir aber auch nur dann, wenn wir die Mission erfolgreich abgeschlossen haben. Also wenn wir das Ding nicht beendet haben oder auch nicht in der richtigen Zeit absolviert haben, gibt es halt auch keinen Keks für uns.
Also kurz zusammengefasst, das Spielprinzip bzw. Endgame-Spielprinzip von Outriders basiert darauf, dass wir verschiedene Missionen, Expeditionen immer wieder wiederholen, um nach und nach an den besseren Loot ranzukommen. Und ja, wie ein Diablo 3, wie gesagt. Aber wie gesagt, hier auch nicht vergessen, die Maps wiederholen sich nicht, die werden immer wieder neu aufgebaut. Crafting gibt es natürlich auch, sprich Waffen kaputt machen, Gegenstände kaputt machen, wieder zusammenbauen und so weiter. Spezielle Extras für jede Klasse wird es geben, aber mehr dazu wahrscheinlich erst auf diesem Kanal, wenn das Spiel released ist. Und zum Schluss noch, jeder Spieler hat Zugriff auf 6 Charakterplätze, die wir dann für jede beliebige Klasse auch nutzen können. Und alle Avatare können über die übergreifende Vorratskiste auf das Inventar zugreifen. So, das war's von mir. Ein kleiner Überblick über das Spiel Outriders. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal unten in die Kommentare reinschreibt, was ihr von diesem Spiel haltet, was ihr denkt. Werdet ihr euch das holen oder nicht holen? Ansonsten könnt ihr bei mir ab dem 2., wenn das ganze Spiel released wird, gerne auch mal bei Twitch zuschauen. Ich werde das nämlich dann direkt, sobald es rauskommt, streamen. Und demnächst wird es auch weitere Infos, wie schon erwähnt, hier auf diesem Kanal zu dem Spiel Outriders geben. Jetzt bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, abonnieren, Glocke nicht vergessen und ganz wichtig, erzählt es weiter an Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine und der genervten Drogeriefachverkäuferin an der Kasse, die das Ganze hier bestimmt total interessieren wird. Und bevor ich es vergesse, viel Spaß noch mit den Outtakes. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XLX und ciao, ciao. Outriders ist kein Game as a Service. Das Spiel Outriders. Das Spiel Outriders. Outriders ist kein Game as a Serve. Leck mich doch am Ärmel. Outriders ist kein Game as a Service. Kein Game as a Service. Ist ein Ami oder was? Die Kurzversion. Die Erde ist unbewohnbar, wir fliegen zu einem neuen Planeten, aber 8 Jahre dauert die Tour, also doch wäre so, das ist dann wohl doch zu schnell. Oder auch Division, erkämpfen und erkunden. Erkämpfen und erkunden, ja was machen wir denn? Erkämpfen und, achso, neue Gebiete, verdammt. Nur mit dem Unterschied hier, wie schon erwähnt, dass es sich, oh Gott, was war das denn? Jede Klasse. Und da mal nebenbei, Herrgott. Kann man in die sogenannten Expeditionen. Kann man. Blach, fuck.